Hallo alle miteinander da draußen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Revelli. Mein Name ist Uwe, das hier ist Folge 39 und ich habe offscreen mal ein bisschen was mir überlegt. Wie ihr seht, ich habe die Aufträge ein klein wenig sortiert. Ich habe mir gedacht, komm, das brauchst du nicht im Video machen, da gehen wieder irgendwie nur 6, 7, 8 oder auch 20 Minuten ins Land. Da hast du dann immer noch nichts geschafft für die Folge und die Leute, die wollen ja ein bisschen Action sehen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe mir gedacht, komm, das Sortieren und das Überlegen, was du tatsächlich in dieser Folge machen willst, das machst du offscreen. So, meine Leute, wir sitzen also hier. Und ich habe mir tatsächlich was ausgesucht, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass hier drüben die DE6 noch bereit steht. Die ist also wirklich mehr oder weniger ready to go. Und hier drüben auf dem Parkinggleis haben wir noch eine wunderbare DE2 stehen. Mit der werden wir heute uns einen Zug zusammenstellen und in der nächsten Folge dann wieder mit der DE6 fahren. Es gibt tatsächlich doch recht viel Auswahl, aber nicht viel, was so groß Sinn macht, sage ich jetzt einfach mal. Hier habe ich ein bisschen falsch sortiert, aber das ist nicht so wild. Die interessieren uns jetzt gleich eh nicht mehr. Und ja, meine lieben Freunde, wir werden uns einen Zug zusammenstellen mit insgesamt 4 Aufträgen. Und zwar wird es dann vom Hafen zur Food Factory gehen. Und wir werden dann auf jeden Fall über den östlichen Ausgang rausfahren und fahren dann mit dieser Nordstrecke über die Goods Factory über die Schleife zur Food Factory rüber und wir werden definitiv nicht diese 98 Minuten knacken. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht klappen wird. Wie gesagt, es sind 4 Aufträge, meine lieben Freunde. Wenn das jetzt vielleicht nur 2 wären oder so, hätte ich gesagt, okay, da gibt es dann extra Power und gibt es richtig ordentlich Stoff, dass das vielleicht noch klappt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich werde das nicht hinkriegen bei 4 Aufträgen. Das Problem ist bei dem Zusammenstellen der Aufträge. Um zu sehen, wie ich am besten den Zug zusammenstelle, von der Reihenfolge her, muss ich die Aufträge halt schon annehmen. Um zu sehen, von welchem Gleis ich die abzuholen habe und zu welchem Gleis die halt hin sollen in der Food Factory. Um das Ganze dann auch natürlich logisch irgendwie ranzugehen oder so. Wie gesagt, ich muss den Auftrag halt schon annehmen. Das heißt, diese Folge hier wieder mit ungefähr einer Stunde Videolänge oder so, da werden ja schon 60 Minuten dann irgendwie draufgehen für die Zusammenstellung der Aufträge, sage ich jetzt mal. Und dann nochmal für die nächste Folge, da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 45 Minuten lang beschäftigt sein, bis wir ja, dann vielleicht auch wieder alles abgekoppelt haben oder so, wird vielleicht auch sogar die ganze Stunde wieder vorbei gewesen sein. Das heißt, wir sind dann bei insgesamt 120 Minuten oder so. Das kriege ich mit den knapp 100 Minuten dann halt einfach nicht hin. Ist aber auch nicht so wild. Ich finde jetzt die Vergütungen bis auf den einen größeren Auftrag, die sind jetzt auch nicht so wild, wenn wir da jetzt den Bonus nicht kriegen. Ich meine, hier bei den 10.000 Dollar knapp, bei den 20.000, okay, da sage ich, ja, wäre schon nicht schlecht. Aber auch hier mit den 12.500 Dollar, da ist mir der Bonus dann ein bisschen Rille. Aber dafür haben wir 4 kombinierte Aufträge und verdienen dann halt so ein bisschen Kohle, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren für diese Folge nicht noch mehr Zeit. Jetzt habe ich doch wieder ziemlich viel gequatscht, mehr als ich wollte tatsächlich, aber ihr kennt mich ja. Und ich würde sagen, wir nehmen die Aufträge an und stellen das Ganze zusammen. Ihr seht es jetzt auch gerade, es wird so langsam wieder dunkel. Es ist nämlich jetzt gerade 19 Uhr vorbei. Wir werden in der Nacht jetzt uns den Zug zusammenstellen und ich hoffe, dass es dann vielleicht zeitlich klappt, sodass wir dann, sobald es wieder hell wird, dann die DE6 ankoppeln an den ganzen zusammengestellten Zug und dann in der nächsten Folge direkt losmachen. Das ist der Plan, meine Lieben. Also, wo und wie fange ich denn jetzt am besten an? Wir haben hier tatsächlich 2 Aufträge, die mehr oder weniger sehr, sehr gleich sind. Also, wir sollen hier einmal leere San Omni-Container liefern mit insgesamt 5 Waggons und hier nochmal leere San Omni-Container mit insgesamt, ich vergesse immer, wie viel da oben in der Reihe sind, aber ich meine, es sind 10. Es sind also 13 Container. Das ist nicht schlecht. Es sind aber beides im Prinzip fast dieselben Aufträge, also zumindest wird hier dasselbe von uns verlangt. Da habe ich Hoffnung, dass ich die beiden Aufträge wieder auf einem einzigen Gleis abstellen kann. Dadurch, dass die Container auch unbeladen sind, ist natürlich das Zuggesamtgewicht dementsprechend relativ niedrig. Und ich würde sagen, Zuggewicht, Zuglänge rechnen wir dann zusammen, wenn wir alles zusammengestellt haben, ja?
machen wir das doch so. Dann habe ich hier noch einen weiteren Auftrag. Wir sollen hier Dreieck-Lieferungen von Elektrogeräten, Krugmann Elektrogeräte und Dreieck-Lieferung von Bekleidung und Schuhen zur Lebensmittelfabrik bringen. Der hier ist mit einem Zuggewicht von 448 Tonnen der schwerste Zug, beziehungsweise der schwerste Auftrag, aber nicht der längste mit 180 Metern. Wir haben gesehen hier, der ist tatsächlich nochmal 50 Meter länger knapp. Ja, so viel zum Thema zu den Aufträgen, was den, ich sag jetzt mal hier diesen Güterzug-Lieferauftrag angeht. Oder eigentlich hätte ich es auch anders sagen können. Ich hätte ja auch sagen können, so viel zum Thema hier, Lieferzug, Lieferauftrag. Meine Güte, ich komme ein bisschen durcheinander. dann haben wir hier aber nochmal einen Leerzug mit insgesamt 4 Waggons. Auch sehr, sehr leicht mit gerade mal 62 Tonnen, 64 Meter lang. Ist keine wilde Sache. Ich glaube, den hänge ich höchstwahrscheinlich am Ende an. Wobei, die Reihenfolge, wie ich das Ganze lade und so, das werden wir jetzt dann gleich feststellen. Habe ich nicht. So, Food Factory. Also, hier ist jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise besteht die Möglichkeit, wahrscheinlich werden wir nur auf C und D abkoppeln müssen. B ist natürlich Personen, ist ein Personenbahnhof. Ja, doch, da müssen wir ein bisschen auf die Reihenfolge achten. Aber das wird nicht allzu kompliziert. Das sind ja nur 2 Ziele im Prinzip. Wir schauen jetzt einfach mal, wo die Sun Omni Container hingehen sollen. Die holen wir denn wo ab? Auf D. Und sie sollen hin auf D. Okay. Hoppala. Wie sieht es denn mit dem zweiten Sun Omni Container Auftrag aus? Oh Mann, den müssen wir auf E holen. Und er soll auf C. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz mal wieder aushusten. Das ist ja doof. Ich hätte gedacht, die könnte ich echt zusammen abstellen, ne? Aber das kann ich leider nicht. Das heißt, ich kann die tatsächlich auch nicht hintereinander ankoppeln. Das ist ja doof. Okay, ich hätte fast drauf wetten können, dass wir die auf jeden Fall hintereinander koppeln könnten. Wie mache ich das jetzt dann hier schon mal am besten? Moment mal, wie war jetzt nochmal die Reihenfolge? Jetzt komme ich wieder durcheinander, ne? Wieso geht meine Maus jetzt nicht weg? Da. Moment. Das war D. Halt, langsam, Uwe, eins nach dem anderen. Das hier ist C. Dann mache ich das doch einmal so. Den habe ich jetzt gerade in der Hand. Dann kommt D hier hinten hin und C hier vorne. Genau, dann komme ich vielleicht weniger durcheinander. So, der dritte Auftrag, der große Auftrag, der geht dann wohin? Den sollen wir auch auf E holen. Und der geht auf C. C4i, C6i. Das macht jetzt keinen so großen Unterschied tatsächlich. Aber das ist auch ein C-Auftrag. Das heißt, die zwei switche ich jetzt doch auch nochmal. Dann haben wir beide C schon mal da. Und dann mal schauen, wohin geht der Leerzug? Der steht auf G und soll zu D. Dann ist er schon mal okay da, wo er jetzt gerade steht. Okidoki. Das war D3S und das D2I. Aber das ist egal, wie gesagt. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wie es am meisten Sinn macht. G ist hier unten. Müssen wir. Das ist ja doof, ne? Wir haben auf jeden Fall auch was bei D stehen. Das ist ein bisschen ekelhaft. Weil wir hier nämlich nicht so rüberkommen. Wir könnten über G fahren. Und dann könnten wir trotzdem hier rein und dann vorläufig erstmal irgendwo auf E abstellen. Okay. Eins nach dem anderen. So, holen wir doch erstmal einen Auftrag. Der steht auf den, wo stand der nochmal? Auf den E-Gleisen. Der steht dann da schon mal eigentlich nicht schlecht. Dann kann ich den eigentlich da lassen. Dann stellen wir alles auf E4 zusammen. Oder stellen wir alles auf E1O zusammen.
könnten alles auf E4 zusammenstellen. E4-Gleis ist wahrscheinlich auch ein klein wenig länger als E1. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Dann lassen wir den hier stehen. Und den hier auf E1O hängen wir dann dahinter. Okay. Alles klar. Okay. Mal schauen, ob ich das hier heute vom Kopf her hinkriege. Also, ich hoffe es doch sehr. Und mal gucken, ob ich noch weiß, wie man die DE2 aufrüstet. Mir wurde auch in den Kommentaren gesagt, tatsächlich das Einschalten ist das Aufrüsten und das Abschalten ist das Abrüsten. Macht natürlich Sinn. Ich glaube, das kann ich mir dann tatsächlich auch merken. Ich muss gleich erstmal schauen, auf was für eine Höhe ich die DE6 abgestellt habe. Wahrscheinlich direkt auf der Weiche, ne? Da muss ich mir dann erstmal wieder Platz machen. So. Das Gute ist nur, dass wir in Zügen unterwegs sind, beziehungsweise in Lokomotiven mit viel, viel Leistung. Und das Gute ist, dass ich bei der DE6 dann eigentlich nur die Bremse lösen muss und dann kann ich die ja einfach erstmal ein klein wenig wegschieben. So. Ich bin auch wieder unterwegs. So, Beleuchtung war hier. Apropos Beleuchtung, das Ding packen wir uns auch wieder hier hin. Oder doch wieder hinter mich? Ja, doch. Wobei die Beleuchtung hier am Bahnhof bräuchte ich vielleicht gar nicht unbedingt, aber ist ja auch egal. So, Handbremse lösen. Und dann Fahrtrichtungswender auf Vorwärts stellen. Und dann können wir hier schon mal ein klein wenig Gas geben und schauen, dass wir heute ein bisschen was gebacken kriegen hier. So. Habe ich die? Ich habe sie tatsächlich. Ich habe sie sogar direkt. Das ist ja ultra doof. Ich habe sie echt ultra doof abgestellt, ne? Okay, ich schau mal, ob ich zufälligerweise. Ach nee, halt, Moment. Moment mal. Ich habe doch einen Auftrag. Der steht auf den D-Gleisen. Wo ist hier nochmal D? Ach, das ist direkt hier unten, ne? Hier weiter rechts runter, genau. Dann habe ich doch einen auf G und da fahren wir jetzt durch. Das heißt doch, ich kann die Lok. Ich kann die DE6 tatsächlich erstmal da stehen lassen. Ich habe gedacht, vielleicht müssten wir zufälligerweise was bei C abholen. Dann hätte ich sie auf jeden Fall aus dem Weg schieben müssen. Da wir uns aber nur bei D, E und G befinden werden, kann ich mir das sparen. Dann kann sie tatsächlich erstmal hier doof stehen bleiben. Okay. Jetzt ist natürlich nur die Frage. So, den wollte ich stehen lassen. Und den hänge ich dann hinten an dem hier an. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Okay, okay. Jetzt mal schauen, ob wir zufällig über das G-Gleis tatsächlich an das Ostende kommen des Bahnhofs. Ich bezweifle es, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, es gab da nur drei Gleise. Und ich meine, alle drei Gleise stehen so gut wie immer voll, wenn ich mich richtig erinnere. Kann aber natürlich auch sein, dass ich mich jetzt gerade hier komplett irre. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Theoretisch könnte ich. Ach ne, guck mal, wir können hier tatsächlich durchfahren. Und es sind wesentlich mehr als nur vier Gleise. Ich könnte eigentlich. Nee, dann mache ich es mir wieder zu kompliziert. Und dann weiß ich nicht mehr wohin. Und dann komme ich durcheinander und ich bin doof. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich auf die Weichen mal gar nicht mehr geachtet. Wir müssen nicht zufällig von G5 abholen, oder? Nee, G7S natürlich. G7S, das ist. Ah, Moment mal. Der grüne Container und da stehen zwei Leercontainer vorher. Ja gut, dann ziehe ich ihn doch jetzt schon mal raus. Also wenn ich eh schon dabei bin. Halt, Moment. Heute fehlt es wirklich wieder an der Konzentration. Meine Güte. Ja, seht ihr, da muss ich den sowieso aus dieser Richtung am besten rausholen. Da diese leeren Waggons. Weil vor dem nehme ich nochmal zwei andere Waggons stehen. Und das ist natürlich doof, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Doch, das ist schon ein wenig doof.
Also vielleicht gar nicht mal so übel, dass mir das hier passiert ist. Weil ob ich das jetzt mache oder dann nachher, spielt eigentlich auch keine Rolle. Ich hoffe nur, dass ich jetzt dann nicht gleich zu durcheinander komme. Das wäre echt nicht so cool. Oh Mann, das war schon wieder zu viel gebremst, ne? So, wir werden auch gleich nochmal schauen. Aber das scheint auf jeden Fall... Das scheinen auf jeden Fall die richtigen Flatbed-Waggons zu sein. Der ist nicht andersrum aufgestellt. Sonst wäre der grüne Container nämlich vorne und nicht der braune. So. Wir werden natürlich nochmal nachkontrollieren. Wir haben hier LH46. LH46, ja wunderbar. Dann passt das ja. Oh, was ist hier los? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es geruckelt hat oder ob das hier was mit diesem Boden hier zu tun hat. Ich glaube, das hat was mit dem Boden hier zu tun tatsächlich. Das ist so komisch hakelig gerade außer. So, LH46. Okay, die Handbremse ist an unserer Position hier vorne angekoppelt. Das ist schon mal gut. Angekoppelt habe ich gerade? Habe ich gerade wirklich angekoppelt gesagt? Angelegt meine ich natürlich. So, wie sonst immer. Zuerst hart. Dann weich. So, dann kann schon mal ein bisschen Druckluft durchströmen hier. Genau, so, da baut sich jetzt gerade alles auf. Und da wir die Lokbremse angelegt haben, jetzt ist der rote Zeiger komplett unten. Dann setzen wir natürlich auf rückwärts. So, mir wurde tatsächlich auch gesagt, beim Rangieren, dass jemand zum Rangieren die rote Zugbeleuchtung tatsächlich auslässt und einfach auf beide Seiten die weiße anmacht. Da man ja sowieso gerade beim Rangieren damit rechnen sollte, dass der Zug schnell auch wieder die Richtung wechselt. Also ist es eigentlich mehr oder weniger tatsächlich egal, auf welcher Seite jetzt weiß an ist. Hauptsache es ist überhaupt Licht an und signalisiert, ey, dieser Zug ist hier in Bewegung. Sei vorsichtig, der fährt rückwärts und auch wieder vorwärts. Die ganze Zeit schön im Wechsel. Passt bloß auf, ja. So, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz guter Tipp eigentlich. Daran habe ich nämlich gar nicht gedacht. Ich habe in den letzten paar Folgen andauernd hier immer wieder rumgeswitcht. Vor allen Dingen wurde dann auch gesagt, dass sowieso mit der Fernsteuerung das Licht automatisch wieder umschaltet. Also da wechselt das Licht dann automatisch im Prinzip die Farben. Nicht Lokbremse, Zugbremse. So, jetzt will ich mal schauen... Ich werde von hier aus wahrscheinlich nicht direkt an die Weichensteuerung kommen. Ja, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, aber ist nicht so wild. So, das stelle ich jetzt hier mal auf Durchfahrgleis. Dann können wir nämlich weiter schieben. So, Bremse lösen, Vorwärtsgang. Und dann ab dafür. Jetzt bin ich mir nur noch nicht so ganz sicher, wie weit ich den rausschiebe. Ich könnte den erstmal hier irgendwo auf dieser Höhe stehen lassen. Beziehungsweise die Waggons, das sind ja mehrere Waggons. Könnte ich tatsächlich erstmal hier irgendwo stehen lassen. Ich habe nur echt Angst, dass ich sie tatsächlich dann vergesse. Das ist ein bisschen doof. Ich kann sie nicht vergessen, weil ich ja eh über Osten rausfahren will und spätestens dann, wenn ich mit dem Zug da wieder hinfahre, würde ich sie ja sehen. Also nee. Wir stellen sie, glaube ich, dann erstmal auf E ab. Irgendwo, also auf E. Auf dem östlichen Ausgang stelle ich sie, glaube ich, erstmal ab. Und die kommen ja dann sowieso ganz hinten an den Zug ran. So ist zumindest der Plan im Moment. Hier bin ich auch noch nie so rausgefahren, tatsächlich über das G-Gleis.
Das ist aber auch echt langer Zug hier, ne, mit den Traktoren. Das ist aber wahrscheinlich auch zum Rangieren da, also irgendwie zum Entladen höchstwahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. So, jetzt kommt der Schlenker nach links. Wir schon mal 3 der 4 Aufträge mehr oder weniger beisammen. Zwar noch nicht fertig angekoppelt und so, aber schon mal beisammen. Und das ist doch schon mal was. Hier übrigens war die Strecke, die hoch zu, ich glaube, das war die Garage von Steve gewesen. Ne? Was haben wir da nochmal gefunden? Ach, die DE6 Slug war da drin gewesen. So, da haben wir die E-Gleise. Das heißt, wir fahren nochmal diese Weiche dran vorbei. Genau. Ich kann schon mal anfangen zu bremsen eigentlich. So, stellen hier wieder auf rechts rum. Dann hier einmal Rückwärtsgang wieder. Scheiße, mir fällt gerade ein, dass ich wahrscheinlich nochmal über das G-Gleis kommen muss. Das heißt, ich muss die hier... doch woanders abstellen erstmal. Auf welchem Gleis wollte ich jetzt nochmal anfangen zusammenzustellen? Auf E4O. E4 ist auf der rechten Seite von hier aus gesehen. Ah ja, da die weißen Container, das ist der Auftrag, an dem wir alles anhängen werden. Ah, jetzt sehe ich gerade, E7O ist auch komplett frei. Okay, zur Not kann ich dann die Leerzüge tatsächlich erst... den Leerzugauftrag tatsächlich erstmal auf den Durchfahrgleis abstellen. Das wäre nicht so wild. Gut, dass da nochmal ein Gleis frei ist, tatsächlich. So, und auf welches Gleis hole ich den nächsten? Auf E1, der ist ja ganz rechts dann. Ja, das wird der hier sein schon. Mit den rotfarbigen Containern. Okay, das ist cool. Das ist cool. Dann wird das doch ein klein wenig entspannter, als ich zuerst dachte. Sehr schön. So, und hier ist unser Auftrag, der auf dem E4O steht. Ich hätte ja auch mal Leistung wegnehmen können die ganze Zeit. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Oh, hier ist nochmal eine Tankstelle. Die ist irgendwie bisher noch nicht wirklich aufgefallen. Scheiß auf. Bevor ich jetzt in dem Tempo da weiter rolle, kann ich auch gleich hier stehen bleiben und erstmal das Zeug hier stehen lassen. So. So, Bremshähne zu. Leitung ab. Das hier ab. Dann wieder rein hier. Wir bleiben im Rückwärtsgang, lösen die Bremse und fahren weiter zurück. Dann fahren wir vorwärts an den hier dran, ziehen den zurück hier raus. Oh, ich hoffe, dass das von der Länge her passt. Wenn nicht, dann muss ich die DE6 doch ein klein wenig schieben. Und dann fahren wir vorwärts hier wieder auf das E4U-Gleis ran. Und dann können wir die zwei Aufträge schon mal miteinander koppeln. Dann holen wir noch den dritten Auftrag, der unten bei den D-Gleisen steht. Dann können wir den auch direkt dort anhängen. Und dann müssen wir nur noch den hier mit anhängen. Und dann haben wir es größtenteils tatsächlich schon geschafft.
So, einmal dich nach links. Du bist links, du bist links. Den anderen da neben dran. Na, den da. Natürlich auch einmal nach links. Wir wollen auf das erste Gleis rüber. Das war jetzt auch richtig, oder? Ja. So, wie gesagt, dieser Auftrag steht auf 4. Genau, dann müssen wir nur noch den hier holen. Und den hier haben wir schon da. Der steht auf dem Durchfahrgleis. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alles klar. Wie viele Waggons waren das jetzt nochmal hier? Das sind 10. Das sind 10 Waggons. Also 10 Waggons der. Dann waren 13, glaube ich, der. Das sind dann 23 Waggons. Mit den 4 Stück haben wir 27. Und wie viel war nochmal der kleinere hier? Das waren 5. Also sind wir dann bei 32 Waggons. Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie verzählt und verrechnet habe, dann sind wir wohl bei 32 Waggons insgesamt. Das ist schon sportlich. Also von der Länge her wird das auf jeden Fall, ich denke, bisher dann höchstwahrscheinlich unser Rekord. Kann ich mir gut vorstellen. So, sehr schön. Kann mich natürlich aber auch irren, weil ich auch nicht mehr alles im Kopf habe. So. Oh nein. Ach nee, falsch. Ich habe auf den falschen Auftrag geguckt. FH29, stimmt. FH29, die Handbremse ist hier angelegt. So, wie viele Waggons waren das nochmal? Ach, das war der mit 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. So. Erst hart, dann weich. Ach, jetzt sehe ich nur noch Sternchen, ey. Ich habe mich voll blenden lassen von dem Licht gerade. So. Ja, da muss jetzt erstmal wieder richtig ordentlich Druck aufgebaut werden. Es sind halt ein paar Waggons mehr. Da braucht es natürlich dann auch ein klein wenig länger. Das war der mit den 448 Tonnen, gell? Ja. Das hier ist tatsächlich der einzige Auftrag, der beladene Waggons hat. Also ich meine, die Waggons hier sind natürlich auch beladen bei dem Auftrag, aber da sind halt nur leere Container drauf. Das ist vom Gewicht her halt so relativ entspannt, sage ich mal. Ich glaube, bei so Zügen macht die Gewichtsverteilung der Zusammenstellung des Zuges vielleicht auch nicht so viel aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem LKW... sagen wir mal, ich hätte beim LKW einen Gliederzug, ja, das heißt mit Motorwagen und mit einem Anhänger. Und ich hätte jetzt nichts auf dem Motorwagen geladen, aber irgendwie 14 Tonnen auf dem Anhänger drauf. Dann wäre das schon doof, irgendwo. Das ist nicht besonders geil für die, ja, für die Straßenlage, für das Handling, sage ich jetzt mal. Ich hatte einmal bisher den Fall gehabt, dass ich tatsächlich, ich habe ja das Glück, dass es bei uns auch so einfach ist mit dem, ich sag jetzt mal, Umladen, weil wir Wechselbrücken fahren, da habe ich halt die Wechselbrücke einfach an den Motorwagen raufgepackt und die leere Wechselbrücke auf den Anhänger. Dann war das dann doch wieder ein klein wenig entspannter, sage ich jetzt mal. Musste ich mir dann doch nicht so viele Sorgen machen. Aber ich glaube, von der Länge her wird das nicht reichen, ne? Ich werde auf jeden Fall die DE6 doch wegschieben müssen. Dann brauche ich mit den Waggons, die ich vom D-Gleis hole, mit denen muss ich dann doch nicht über das andere Ende kommen, tatsächlich. Da kann ich dann doch feuchtfröhlich hier rüber zurückkommen, glaube ich. Ach, halte mal, nee. Das ist ja hier rüber. Das ist ja das hintere Gleis hier. Ja doch, wie gesagt, ich muss sie sowieso ein bisschen wegschieben hier. Wir sind immer noch nicht auf dem Durchfahrgleis.
Das wird jetzt aber gleich. Aber bevor ich da an die DE6 da rantitsche, werde ich natürlich abbremsen. Und mit so viel Gewicht, da würde es sonst nur zu Beschädigungen kommen. Das hat doch wunderbar geklappt. Na, das hat ja wunderbar geklappt, du. So, wir machen dieses Mal nur hart. Wir müssen die nämlich nicht unbedingt abbremsen hier. Das will ich aber trotzdem... Das heißt, ich will. Ich muss jetzt natürlich trotzdem mal kurz nachschauen, wie es aussieht mit der Bremsstellung. Okay, die ist komplett gelöst. Lokbremse auch. Alles klar, dann können wir ja feuchtfröhlich schieben. Und, so. Also von der Höhe her ist die DE6 gar nicht so viel krasser, ne? Also das wirkt dann im Cockpit doch ein klein wenig anders, sage ich mal. Aber es ist natürlich die Länge, die Breite, also die Spurbreite müsste ja sowieso die gleiche sein, aber auch so von der Breite her ist das so ziemlich das gleiche, ne? 7,50 Meter und die haben wir ja 18,80 Meter. Das ist schon interessant. Ist auf jeden Fall schon sehr interessant. So, dann lösen wir die Bremse natürlich wieder. Und dann drücken wir mal ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie weit ich drücken und ziehen will, aber... Da wir sowieso noch hier vorne dran vorbei müssen, kann ich erstmal ein paar Meter. Das macht dann hier auch nicht mehr viel aus. Naja, ich sehe auch gerade, dass das Gleis hier hinten sowieso noch auf links gestellt ist. Das macht jetzt auch nichts aus. Auf das C-Gleis rüber müssen wir ja nicht mehr. Wo kommt denn jetzt diese DE2 her? Ist die jetzt gerade frisch gespawnt worden, oder was? Ich habe doch von... Doch, ich habe doch von hier die DE2 geholt, oder nicht? Oder bin ich gerade bekloppt? Bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, ich bin bekloppt. Nicht so wild, nicht so wild. So, wie sieht's da vorne gerade aus? Ich vermute mal, dass das höchstwahrscheinlich langt. So. So, meine Schöne. Dann packen wir bei dir natürlich die Handbremse wieder mit rein. Nicht, dass du uns doch irgendwie davonrollst. Weiß zwar nicht ganz genau wohin, aber... Eieieiei. Möglich wäre es, ja. Oh Mann, da war jetzt aber ordentlich Spannung drauf, ne? Auch hier, so mitten in der Kurve, ist vielleicht gar nicht die schlaueste Idee. Ach du Heiligen. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, krass. Ach Moment, ich muss ja erstmal die Weiche umstellen. Ha. Laterne habe ich eh gerade in der Lok. Okay, dann habe ich doch einen Platz frei. So, dann kann man die schon mal lösen hier. Dann fernsteuern wir die, denn ich muss sowieso ein bisschen drauf achten. Ich wollte jetzt gerade tatsächlich mehr oder weniger blind drauf zusteuern. Ich glaube, das wäre sowieso nicht besonders gut ausgegangen. Und es ist auch gar nicht so viel Platz da übrig geblieben, ne? Ach. Ah, warte mal, ich muss ja schauen. Ich muss ja sowieso nochmal nach links. Das heißt, so weit nach vorne hätte ich gar nicht fahren müssen. Na gut, warte mal. Dann kann ich die ja schon mal so langsam losschicken. Hier war das. Jawohl. Genau. Wir müssen ja auf E4O. Auf E4O. Das heißt, wir stellen diese Weiche hier um. Genau.
Ah, lieber gucke ich doch irgendwie zweimal kurz nochmal nach, bevor ich da irgendwas Falsches mache. Wir müssen die dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen zuschieben hier, weil sonst wird mir das mit der Länge wahrscheinlich nicht reichen und dann hängt der Auftrag hier raus und dann komme ich mit den Leerzügen wahrscheinlich gar nicht hier vorbei. Ich muss ja noch dran denken, dass ich noch einen weiteren Auftrag erstmal holen muss. Ich überlege jetzt auch gerade, irgendwo hier zwischendrin ist ja auch noch der Shop, ne? Vielleicht können wir nochmal, wenn ich dran denke, ich werde es aber höchstwahrscheinlich sowieso wieder vergessen, vielleicht können wir nochmal ganz kurz in den Shop rein. Ich bin mir zwar sicher, dass es dort höchstwahrscheinlich eh nichts Neues gibt oder so, aber man kann ja mal gucken. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, hier steht übrigens einer der beiden Aufträge, die wir das letzte Mal hergebracht haben. So, da kommt der Zug auch schon. Gar nicht mal so langsam. Ah, falsch. Ja, mit 11 km/h, du. Naja, so reingezoomt ist das nicht die beste Idee, ne? Mit Mittel- und Maustaste. Also wenn man hier in diesem, wenn man Alt gedrückt hat, dann kommt man ja in diesen Modus hier. In diesen Mausmodus, in den Bedienmodus sozusagen. Und um die Kamera zu drehen, einfach Mausrad gedrückt halten. Beziehungsweise Mausrad drücken. Und dann funktioniert auch das. So, ich denke mal, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir da unter 5 km/h sind. Ich denke, dann sollte auf jeden Fall alles gut gehen, hoffentlich. Ah, das war jetzt doch recht viel Momentum, ne? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast schon gedacht, du. Und natürlich erstmal warten, bis wieder Druck da ist. Beziehungsweise Druck weg ist. Ich verwechsel das ja immer so ein bisschen. Die Bremsen am Zug hier, die funktionieren ja doch ein bisschen anders als beim LKW. Dauert das echt so lang? Jetzt. Jetzt hat sich was getan. So, jetzt hängen wir nochmal an hier. Also, sprecht mir nach. Zuerst hart, dann weich. So. Mal kurz schauen. FH72, jawoll. Und die FH29 gerade rangehängt, jawoll. Die LH46 haben wir schon auf dem Durchfahrgleis stehen, jawoll. Das heißt, wir müssen nur noch die 59 holen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, doch, wir müssen ein klein wenig schieben. Und natürlich ist dieses Mal die Handbremse höchstwahrscheinlich komplett vorne angelegt. Das ist aber nicht so wild. Ich gebe trotzdem mal ein klein wenig Stoff hier. Soll halt mal ganz kurz ein bisschen gegen die Handbremse arbeiten. Aber ich bin ja schon auf dem Weg, um sie zu lösen. Ja, bewegt sich der Zug sehr schön. Oh, das hier ist auch noch die 72, sehr schön. Kommt irgendwie sehr lang vor. Aber es sind halt ein paar Waggons, ne? Ich hoffe, das sind wirklich alles die Waggons, mit denen wir auch fahren sollen. Beziehungsweise die wir auch befördern sollen. Wenn nicht, dann wäre das ein bisschen doof. Ah doch, jetzt höre ich's. Ich wollte gerade sagen, ich höre kein Geschleife oder Gequietschte. 72, sehr schön. Hier haben wir die 535. Und das ist tatsächlich der Waggon ganz vorne. Sehr schön. Sehr schön, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, mit dem Aufschieben kann ich auch sein lassen. Ach, ich bin ja auch doof, ne? Mit angelegter Zugbremse zu schieben ist natürlich nicht... Oh Gott, ist natürlich nicht unbedingt die schlaueste Sache. Das war meine Güte, Uwe. Du erreichst ganz neue Höhen hier. Mann, sehen die versifft aus teilweise.
Was ich aber lustig finde, ist, dass die, ich glaube, die werden ein klein wenig sauberer, wenn sie tatsächlich entladen werden. Was irgendwie ganz interessant gemacht ist, finde ich. Ist ein hübsches kleines Detail. Schon sehr cool auf jeden Fall, du. Schon sehr, 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 sehr cool. So, wie weit habe ich denn jetzt tatsächlich aufgeschoben? Wahrscheinlich nicht wirklich weit, ne? Weil die Lok sehe ich immer noch nicht. Das heißt, die hängt immer noch hinter der Kurve. Ja, komm. Dann schieb doch nochmal ein bisschen. Das war echt ein klein wenig zu wenig. Ja. Auf eine angezogene Handbremse aufgeschoben. Und auf angelegte Zugbremsen aufgeschoben. Nicht unbedingt das Schlauste, würde ich jetzt mal sagen. Na komm, ich will dich wenigstens hier an dieser Laterne hier haben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Höhe, mit der kann man dann arbeiten. Und dann können wir den letzten Auftrag holen, den ankoppeln und dann holen wir nur noch die Leerzüge. Den koppeln wir dann am Ende des Zuges an und dann haben wir das zusammenkoppeln und zusammenstellen schon geschafft. Ich sage schon und es sind schon 41 Minuten vergangen, ne? Meine Güte, ey. Meine Güte, du. So. Da hinten steht die DE6. Man sieht von hier aus leider nicht mehr, dass das Licht leuchtet. Ich hoffe nicht, dass die Batterien leer sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so eine Lok, naja, ich würde mal sagen, das Licht recht lange anlassen kann. Ich glaube nicht, dass das wie bei einem PKW ist und wenn man mal versehentlich das Licht anlässt oder so, dass die Batterie danach irgendwie eine halbe Stunde leer ist. Wenn überhaupt eine halbe Stunde. Je nach Zustand der Batterie und alles, natürlich. Kann mir aber gut vorstellen, dass bei so einer Lok, da kannst du das Licht wahrscheinlich mal einen Tag lang anlassen und da passiert immer noch nichts. Wobei, ich kenne mich mit Loks natürlich nicht besonders gut aus. Ich habe absolut keinen Plan. Kann auch sein, dass ich mich irre. Wie gesagt, ich habe einfach keinen Plan. So, machen wir das Ding zu, das hier weg, das hier auf, das hier runter. Und dann können wir den letzten Auftrag holen. Rückwärts. So, letzter Auftrag. D-Gleis. D-Gleis, D-Gleis, D-Gleis. Das ist jetzt, ich kontrolliere jetzt gerade nochmal, doch, das ist der hier runter. Alles klar. Sehr, sehr gut. Wie viel Uhr haben wir denn mittlerweile? 3 Uhr? Ja, ich würde sagen, mit dem Hellwerden und so, das werden wir wahrscheinlich mehr oder weniger rechtzeitig hinkriegen. Das läuft doch ja am Schnürchen heute. Das ist ja wunderbar hier. So, das ist nicht das richtige Gleis. Ich muss noch eine Weiche weiterfahren. Genau. Darf auf jeden Fall nicht die Laterne hier im Cockpit vergessen. Das würde ich mir niemals verzeihen. Ich könnte sie natürlich zurückholen mit dem Fundbüro. Aber auf dieses Knöpfchen will ich nicht nochmal drücken, da ich da schon mal miese Erfahrungen gemacht habe. Da waren plötzlich all meine Kassetten und all meine Lizenzen auch wieder da. Und das war schon ein wenig doof. Definitiv. Ich komme gleich wieder. Ich vermisse dich auch. Keine Sorge. Wobei, ich finde sie jetzt, also natürlich ist sie super beeindruckend, ne? Die große DE6. Sie ist super leistungsstark. Sie ist sehr interessant. Ich meine, hallo, V12 und mit was weiß ich, wie viel Litern Hubraum. Ich habe echt keine Ahnung, wie viel Liter Hubraum das sind. Vielleicht sind es 40, vielleicht sind es 80, vielleicht sind es über 100. Ich habe wirklich absolut keinen Plan. Auf jeden Fall großer, großer V12 Diesel. Ist doch super geil. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt. Oh, ich muss aber sagen, so fahrerisch, ich habe jetzt natürlich nur einen einzigen Auftrag bisher mit ihr gemacht. Oder eine Fahrt, sagen wir es lieber so. Ich habe nur eine einzige Fahrt mit der gemacht. Ich muss aber trotzdem zugeben, so von der Sicht her, ist das schon echt ein bisschen beschissen. So, ich glaube, das muss ich umstellen. Von der Sicht her ist die tatsächlich ein klein wenig beschissen zu fahren, finde ich.
Ich bin immer noch drauf und dran, dass ich sage, bisher ist und bleibt die DH4 irgendwie irgendwo meine Lieblingslok. Also bisher in diesem Spiel, sage ich jetzt mal. So, ich denke mal, da vorne, das wird unser Auftrag sein. Ist jetzt gar nicht mehr D3O. Das müsste genau der in der Mitte sein, jawohl. Also nicht ganz in der Mitte, aber ihr wisst, was... Doch, das ist ziemlich genau die Mitte. Zwei Gleise links, zwei Gleise rechts, also doch in der Mitte. Nein, falsch. Dich will ich einmal umstellen, bitte. Aber trotzdem, wie gesagt, natürlich die DE6. Ich will sie nicht schlecht machen oder sonst irgendwas. Ich finde nur die Sicht ein klein wenig unangenehm, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, das Ding hat Power ohne Ende, ne? Ist ja ganz klar. Also, ich würde sagen, noch ungefähr 2-3 PS mehr oder sowas, dann könntest du den Mond aus den Angeln ziehen mit dem Ding. Aber das kriegen wir auch noch locker hin. Wir werden auf jeden Fall irgendwann mal 2 DE6 auf einmal steuern. Und natürlich auch mal in Kombination mit der Slug, ist ja ganz, ganz klar. Das müssen wir alles noch kennenlernen und uns dann mal so ein bisschen mit abfinden, sage ich jetzt. Genauso wie diese ganze Laufarbeit, die wir immer mal wieder so haben. Eigentlich, ach, ist ja egal. Ist halt einfach so, wie es ist, ne? Das ist die 59. Ja, wunderbar, du. 1, 2, 3, 4 und 5. Sehr schön, sehr schön. So, sprech mir nach. Zuerst hart. Und dann wieder weich, ne? So ist das. Oh Gott, Licht. So, Handbremse ist hier angelegt. Wunderbar. Direkt aufmachen, das Ding. Und dann geht's raus aus diesem Bahnhof, beziehungsweise aus diesem Gleis. So, und da baut natürlich erstmal wieder Druck auf. Deswegen mache ich mir mal direkt auf. Dann können wir schon mal auf rückwärts stellen. Oh, sie ist schon ready. Wunderbar. Will ich mir das nur ein oder wird es da hinten schon langsam wieder heller? Das müsste doch eigentlich im Osten hell werden. Warte mal, ich hab... Es sieht aber definitiv so aus, als würde es da hinten heller werden. Laut dem Bahnhofsplan wäre aber Osten mehr oder weniger in dieser Richtung. Das ist aber ja nur für den Bahnhofsplan, damit man weiß ungefähr, in welche Himmelsrichtung man fährt. Aber das Genaue, oder genauer, ach man, jetzt drücke ich schon wieder den falschen Tasten, kann man sich das natürlich so anschauen. Wir haben ja noch einen Kompass, den ich noch nie benutzt habe. Der mir dann sagt, so, dass wir hier drüben Westen haben, aber trotzdem mehr oder weniger in diese Richtung, also das passt schon eigentlich ganz gut. Wir nämlich doch in diese Richtung Osten. Warum sieht es dort hinten aber heller aus? Das frage ich mich jetzt gerade. Die Sonne geht doch im Osten auf, oder vertue ich mich jetzt gerade? Ich hab das Gefühl, ich bin doof gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sonne im Osten aufgeht. Ups. Oh, das war einmal zu viel geklickt. Naja, wie der Maus sei. Aber jetzt mal ohne Scheiß. So viel zu dem, Moment. Ah, okay. Ich hätte vielleicht ein bisschen genauer gucken sollen. Kann natürlich sein, dass ich direkt in der Wolkenwand reingeglotzt habe oder so. Okay, das erklärt jetzt einiges. Doch, definitiv. Okidoki, ich hab mich vertan. Sorry. Aber passt dann. Passt dann alles. Dann ist ja alles richtig so, wie es sein soll. Der Mond ist ein klein wenig eckig. Aber ist in Ordnung. Ist schon gut so, wie es ist. Das sieht fast so aus, als könnte man da die Polygone einzeln direkt abzählen von. Wenn es überhaupt Polygone sind und nicht einfach nur eine Textur oder so. Da sich der Mond aber auch mit der Tageszeit und so bewegt, glaube ich schon, dass das eher ein 3D-Model ist und keine Textur. So, jetzt muss ich... nee, muss ich nicht. Scheiß drauf. Machen nämlich einfach einmal den hier. Dann muss ich nicht nochmal weiter aufschieben, dann kann die DE6 erstmal da stehen bleiben. Ich glaube, das war mal wieder ein klein wenig zu früh, oder? War 100 Pro.
würde es fast sagen, war es. Wobei, wir rollen ja noch ein bisschen. Das wird dann schon irgendwie irgendwo passen hier. Schätze ich mal. Jawohl. So, dann kannst du mal kurz zum Stehen kommen. Achso, ich habe ihn schon noch vorwärts gestellt. Schlafmütze. Ich eins Schlafmütze. Definitiv, ich bin ein Schlafmütze. So, dann machen wir uns hier doch mal ein bisschen bequem. Und lassen uns mal ein klein wenig davontreiben. Und schließen dann jetzt gleich zu den anderen drei Aufträgen auf. Doch, ich glaube, so von der Zuglänge her könnte das hier tatsächlich unser längster Zug werden. Wie gesagt, ich meine, es waren jetzt 32 Waggons. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich irgendwo irgendwie mal kurz verzählt hatte oder so. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Wir werden aber alles nochmal gleich zusammenrechnen. Auch vom Gewicht her, von der Länge her. Und ich glaube, es wird schon interessant. Ich denke, das wird schon ganz, ganz cool eigentlich. Darf nicht vergessen, das sind schon wieder leere Container. Das heißt, nicht so viel Gewicht drauf. Kein Wunder, dass wir schon wieder fast 20 km/h drauf haben jetzt. Ich fange mal... Wobei, wenn ich jetzt mit der Lokbremse bremse... Es geht tatsächlich. Also wie gesagt, das ist ja natürlich kein Gewicht dahinter. Dabei löst aber die Bremse auch wieder ein bisschen schneller. Das ist vielleicht ein Vorteil tatsächlich. Und das kann ich ja vielleicht so ein bisschen nutzen hier. Warum eigentlich auch nicht? Das war fast sanft. Aber nur fast. Ja, okay. War mir klar, dass das nicht von hier aus klappt. So, also zuerst hart. Dann weich. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nee, passt schon. Alles gut. Ich habe mir jetzt gerade nur Gedanken gemacht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, ganz vorne die Handbremse angelegt zu lassen, weil wir die DE6 ja natürlich an diesem Ende anhängen werden, weil wir ja auch über dieses Ende rausfahren werden. Ist jetzt vielleicht tatsächlich gar nicht so das Schlauste gewesen, aber wird schon passen. Ich glaube, das macht nichts aus, wenn ich hier auf dem relativ ebenen Grund den Zug für ein paar Minuten auch kurz ohne Handbremse stehen lasse. Solange ich jetzt aber hier noch am Zusammenkoppeln bin, werde ich natürlich hier nochmal anlegen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass die 4 Leerwaggons, die wir jetzt noch holen müssen und ankoppeln werden, dass das wahrscheinlich nicht großen Unterschied macht. Weil da ist so viel Gewicht dahinter, das macht keinen Unterschied, ob, glaube ich, da die Bremse dran ist oder nicht. Kann natürlich aber auch sein, dass ich mich jetzt schon wieder irre. Ich bin kein Lokführer, ich habe keinen Plan. Das ist nur das, was ich mir jetzt gerade so ein bisschen vorstelle mit meinem Kleinhirn und mit meinem kleinen Verständnis der Physik. Mit so ein bisschen Logik und so. Das Einzige, was ich nicht besonders gut kann, ist Grammatik. Obwohl ich in Deutsch wesentlich bessere Noten hatte als jetzt zum Beispiel Physik oder sowas. Das muss ich leider zugeben. Das ist schon komisch. Das ist definitiv ein klein wenig komisch, aber so ist es halt, ne? Was soll ich tun? Was soll ich tun? So! Wir werden dann gleich nochmal alles kontrollieren. Aber ich glaube, ich habe so ziemlich alles richtig gemacht. Die Reihenfolge sollte passen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Das sind jetzt die letzten 4 Waggons, die wir noch holen. Ah, ich muss... Ich sehe gerade, dass ich sowieso aufschieben muss. Ich komme ja hier sonst nicht mit der DE6 durch. Ich meine, ich könnte jetzt wieder über das G gleich drüber fahren und so. Macht jetzt auch keinen Unterschied eigentlich.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die DE2 jetzt das schaffen würde, hier aufzuschieben. Weil ich mir jetzt auch gerade nicht sicher bin, wie viele Tonnen das insgesamt sind. Also 4 Aufträge. Wir haben einen Auftrag mit 448 Tonnen. Einen Auftrag mit 200 noch irgendwas Tonnen. Ich glaube 220, 225 oder so. Also wir liegen irgendwo im Bereich von 700 Tonnen oder sowas. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Das war ein klein wenig fix, ne? Aber der schlaue Uwe hat auch hier die Handbremsen wieder eingelegt. Sehr schön. Also Freunde, ihr wisst, was jetzt kommt. Zuerst hart, dann weich. Bin mir gar nicht sicher, ob ich hier unbedingt die Bremsen mit anschließen hätte müssen. Bei so wenig Gewicht. Ja, wobei, ne? Also 22 Tonnen Flachwagen insgesamt. Ah, da ist das Schild. Und hier nochmal 20 Tonnen sogar pro Dingens. Also haben wir hier 40, 62 Tonnen. Trotzdem. Ich bin ja auch doof, ne? Das steht doch hier mit dabei. Ja, ja, klar. Naja. Wenigstens kleines Addieren kriege ich noch irgendwie hin. Habe ich jetzt die Handbremse gelöst? Ja. Ah, so viel unnötiges Zeug im Kopf, weißt du, aber ansonsten kriege ich nichts hin, ey. Schauen wir mal, ob die DE2 es schafft, den gesamten Zug noch ein bisschen aufzuschieben. So, dass wir wenigstens an diese Kurve vorbeikommen mit dem letzten Waggon. Dass wir natürlich mit der DE6 dann hier gleich vorbeikommen. So, was sagt die Uhrzeit? Wir haben jetzt kurz vor 6. Es ist 20 Minuten vor 6, meine Lieben. Ah, ich hoffe nur, dass das Wetter mitmacht, weil im Moment sieht es nicht so geil aus. Da sieht es jetzt hier im realen Leben tatsächlich ein bisschen besser aus. Dieses Wochenende soll ja richtig schön werden. Ja, ist auch richtig schön, du. Ja, toll. Ich habe ja auch unbedingt was sagen müssen, ne? Jetzt fängt es echt an zu regnen, du. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ist schon ein bisschen nervig. Ein kleines bisschen auf jeden Fall. Oh, halt, das ist zu früh. Ich muss ja an dieser Weiche vorbei. Das war definitiv jetzt ein klein wenig zu früh. Was mache ich eigentlich? Ich könnte ja sowieso runterspringen. Ich habe ja noch die Fernsteuerung. So, erstmal mit dem dominanten Fuß. So. So steigt man sicher von der Lok ab. Och nö, das hat echt nicht gereicht, ne? Da war ich jetzt schon wieder zu voreilig. Mensch. Oh, ich lerne aber auch nicht aus meinen Fehlern, du. Ich lerne einfach nicht aus meinen Fehlern. Und ich weiß nicht, was da heute in dieser Folge los ist, aber andauernd muss ich irgendwie mit Dialekten und Akzenten sprechen. Auch wenn ich sowas eigentlich nicht so gut kann. Aber irgendwie, ich mache das irgendwie vorne automatisch, weißt du? Ist schon ein bisschen nervig, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber irgendwie, ich kann ja auch nicht lassen, weißt du? Was soll man machen? Ist halt nicht die gelbe von die Gei, aber ist auch nicht die braune von die Arsch. Aber ist okay. Oh, aber hier ordentlich Fahrt auf jetzt. Der Kollege hier. Die dynamischen Lichteffekte sehen natürlich auch echt wundervoll aus, ne? Muss ich auch mal zugeben. Schatten und Lichteffekte, das macht hier so viel aus bei diesem Spiel. Und das ist super gemacht. Ich wünschte ETS 2. Also ich weiß, ETS 2 hat natürlich auch ja, dynamische Schatteneffekte, sage ich jetzt mal. Aber, falsch. Was machst du denn? Oh, du bist ja, redest hier über ETS 2, ne? Und vergisst komplett, was du hier überhaupt vorhast und machst und willst und tust und so. Meine Güte, war das jetzt doof. Das reicht ja nicht mal so von der Länge her. Okay, jetzt müssen wir eh aufschieben. Was ich sagen wollte ist, ich wünschte mir bei ETS 2 gäbe es auch richtig schöne, richtig, richtig geile dynamische Schatten, wenn du zum Beispiel mit angeschalteten Scheinwerfern irgendwie an Bäumen vorbeifährst, an Schildern, an Fußgängern, wie auch immer. Das erste Mal, als mich das so richtig geflasht hatte, war das in GTA 4 tatsächlich. Da habe ich das erste Mal so diese dynamischen Schatteneffekte oder diesen Schattenwurf von den Scheinwerfern miterleben dürfen. Und das war schon... Ach, ich bin auch doof, ne?
Das war schon cool. Also definitiv. Ja, das macht sie doch fleißig mit ihr. Das ist cool. Das hat sie fleißig mitgemacht. So. Ihr wisst, wie es geht? Ach, verdammt. Ich aber anscheinend nicht. Oh, das war gefährlich. Macht sowas nicht nach. Was Gewicht ausmachen kann, ne? Vom Momentum her, das ist schon der Wahnsinn. Laufen die zwei jetzt endlich so langsam mal? Ja. Sehr schön. So. Habe ich am falschen Hebel gezogen, ey. Habe ich erstmal Gas gegeben, anstelle zu bremsen. Das war ja super, super schlau von mir, ne? Ah, richtig schlau. Definitiv. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir können tatsächlich das Ganze ohne angelegte Handbremse hier stehen lassen. Wow. Jottes Willen, du. Machen wir doch hier keine Angst. Oh, ich habe noch den... Sand ist auch noch an. Sehr professionell. Meine Güte, sehen die Blitze geil aus. Holla die Walfee. Ich stehe da voll drauf. Oh. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Wow, ey, jetzt übertreib nicht. Ich habe nur einmal verlangt. Ja, eigentlich zweimal, hast schon recht. Ach, verdammt, das reicht ja von der Länge immer noch nicht. Meine Güte. Also die... So nervig der Regen auch irgendwie ist, ne? Aber die Wettereffekte sehen schon super, super geil aus. Das ist der Hammer. In ETS 2 mittlerweile übrigens auch. Also die Blitze und sowas, also gerade bei richtigen Gewitter, also die sehen selbst in ETS 2 mittlerweile sehr, sehr geil aus. Definitiv. Da kann man nicht viel meckern. Alter. Haut mich jetzt gerade so ein bisschen von den Socken, du. So ein klitzekleines bisschen. Das ist schon cool. Definitiv. So, ich glaube tatsächlich, dass das hoch ist wahrscheinlich reicht, oder? Ja, ist wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mir die ganze Zeit vorstelle. Mein Gott, schieb halt noch mal einen Meter oder zwei. Tut doch keinem weh. Moment, wo ist hier noch mal der Sandstreuer? Da. Habe ich jetzt alles angekoppelt? Ich denke ja. Habe ich alles in der richtigen Reihenfolge angekoppelt? Vorne der lange mit den weißen Containern, dann der bunte, dann wieder weiße, dann die leere. Müsste also eigentlich passen alles. Machen wir hier die Türen zu. Und die Scheibenwischer an. Das war doof von mir. Mach hier mal wieder auf, bitte. Und dann... Ja. Dann koppeln wir hier ab. Wie gesagt, ich lasse die Handbremse jetzt gerade mal tatsächlich außen vor. Ich hoffe nämlich wirklich, dass die jetzt nicht irgendwie anfängt gleich wegzurollen oder so. Ich habe nur keinen Bock, wenn ich die hier jetzt anlege und ich vorne die DE6 ankoppel, dass ich wieder komplett zurücklaufe. Nö, darauf habe ich jetzt gerade echt nicht viel Lust. Garantiert nicht. So. Stellen wir direkt auf dem Parkinggleis ab, oder? So viel Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Wir sind zwar schon bei etwas mehr als einer Stunde, aber das ist nicht so wild. Ich mache ja in dieser Folge sowieso nicht mehr viel, außer diese DE2 abstellen und abrüsten. Und dann rüsten wir die DE6 auf, koppeln sie vorne an diesen Zug an und rüsten dann auch die wieder ab. Und dann geht es auf jeden Fall mit der nächsten Folge so richtig gut los. So wie es aussieht, erstmal... Im Gewitter.
Da bammelt es mich jetzt gerade so ein bisschen, weil ich glaube, dass aus diesem Ausgang, aus dem... Doch, ich meine, das war so, ne? Ostausgang, ich glaube, da ging es dann erstmal berghoch oder so. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ich meine, da ging es erstmal gut bergauf. So, hier übrigens Scheibenwischer. Ne, das waren die Lichter hinten. Scheibenwischer kannst du mal ein bisschen schneller anmachen, Kollege. Denn es pieselt schon ganz schön ordentlich. Aber das stimmt hier was mit der Textur nicht. Meine Güte. Okay, 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 okay. Beruhig dich, bitte. Sehr geil gemacht. Respekt. Hut ab. Ohne Scheiß. Sehr, sehr geil gemacht. Stellen wir natürlich neben die DE2. Nicht unbedingt davor. Ah ja. Die Laterne sollte ich vielleicht wieder einsacken, weil sonst lasse ich die echt liegen. Karten habe ich dabei. Das sieht sehr gut aus hier. Sieht alles gut aus, bis auf das hier. Das würde ich gerne mal wieder so machen. So. Dann legen wir langsam mal die Bremse an. Und dann hoffe ich, dass wir mehr oder weniger so ungefähr auf der Höhe der DE2 hier zu stehen kommen. Also jetzt kommen wir ein bisschen früher zu stehen, aber ist nicht so wild. Das passt schon. Legen natürlich die Handbremse an, ist ja ganz klar. Dann schalten wir doch mal den Motor aus. Fahrtrichtungswende auf Nullstellung, Lichter aus. Scheibenwischer aus. Sicherung aus. Und dann kann sie jemand anders gebrauchen und benutzen, falls er sie dann braucht. Und wir laufen jetzt im Regen kurz zur DE6. Starten das schöne Maschinchen. Und dann wird es Zeit zum Ankoppeln und zum Ready machen. Von hier aus sehe ich jetzt nicht zufällig, ob da was da hinten im Lokschuppen steht. Was war das denn gerade? Ich habe gerade gedacht, da hätte sich irgendwas bewegt. Also manchmal habe ich doch das Gefühl, das Spiel hat definitiv das Potenzial zum Horrorspiel. Wie funktioniert das nochmal bei diesem Zug? Hier ist... Ja, nee, Moment. Ah ja, stimmt. Schon eine Folge nicht mehr benutzt, wisst ihr? Okay, so rum geht es. Ich wollte gerade sagen, mit Mausrad funktioniert das irgendwie nicht so richtig. So, Kopf einziehen. Kurz Zeichen geben, dass wir hier losfahren werden. Richtungswende natürlich auf vorwärts stellen. Dann machen wir mal Stufe 1 an. Lichter machen wir natürlich an. Und natürlich auch mal die Scheibenwischer. Ist ja auch ganz klar, ne? Mir fällt jetzt gerade ein bisschen doof eigentlich. Ah, ist egal. Scheißegal, komm. Jetzt habe ich die DE2 halt benutzt. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Schlafmütze. Oh, Mann. Mir ist jetzt gerade nur eingefallen, ich werde für die, dadurch, dass ich sie jetzt benutzt habe, natürlich auch Gebühren zahlen müssen, ne? Ja. Ist halt so. Mein Gott. Ist jetzt auch nicht so wild. Oh. Boah. Jetzt habe ich mich auch wieder nicht darauf konzentriert, was hier die Weichen machen und wie die eingestellt sind. Ne? Das war schon
Also schlafmützenmäßig beschissen von mir. Das war richtig kacke. So, da ist die Weiche. Die hier ist richtig eingestellt. Die hier aber nicht. Genau dich. So, jetzt muss ich das Ganze mal ganz kurz ein bisschen im Auge behalten. Weil wegen ich jetzt doch irgendwie Schiss habe, dass ich vielleicht doch nochmal irgendwie ein, zwei Meter hätte vorfahren sollen. Nee, das sollte passen. Das sollte klappen. Das sollte tatsächlich klappen. Das sollte jetzt hier nicht zum Problem werden. Und wenn doch, dann wird es halt eben mal ganz kurz scheppern. Was ich natürlich nicht hoffe jetzt, ne? Nee, da kommen wir doch locker dran vorbei. Locker. Mein Gott, da kann nur fast die Titanic zwischenparken. Aber das sieht von hier definitiv sehr, sehr knapp aus, ne? Ich meine, die Kabine ist halt auch ultra breit. Ich meine, die Kabine ist so breit wie der Zug. Ne? Aber, ja, definitiv. Wie gesagt, da kann nur fast die Titanic drin parken. So, so, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, weil Zuganfang ist nämlich ganz weiter hinten. Muss natürlich nicht übertrieben schnell werden. Ich glaube, über die 30 km/h werde ich jetzt nicht hinausfahren. Wo war hier nochmal der Shop? Ich werde jetzt in dieser Folge nicht mehr zum Shop gehen, aber... müsste doch irgendwo hier gewesen sein. Was habe ich gerade gesagt? Ich werde nicht über 30 fahren? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hat richtig gut geklappt. Haben wir schon wieder ablenken lassen von so Sachen wie Shop. Shop, 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 Shop. Shoppeli, Shop, 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 Shop. Stunde 12, bis ich jetzt angekoppelt habe. Zusammenrechnen und das Ganze werden wir in der nächsten Folge machen. Das mache ich jetzt nicht mehr in dieser Folge. Ihr habt vielleicht sogar schon zusammengerechnet. Ihr habt ja mit mir zusammen die Aufträge mehr oder weniger rausgesucht und nochmal angeglotzt und das Ganze, ne? Unter euch ist bestimmt schon einer, der das Ganze zusammengerechnet hat und das Ganze. So, Kollege, legst doch mal langsam die Bremse an jetzt. Das war jetzt plötzlich auf einmal dann doch irgendwie ganz schnell. Ich sehe nichts. Ach, wobei, warte mal, reicht das nicht? Doch, das passt doch. Glaube ich. Doch, das müsste passen. Dann einmal den hier, den lassen wir so und den hier lege ich mal an. Und dann sollte das doch klappen, oder? Oh, was ist denn mit meinem Handy los? Lass mich doch mal kurz in Ruhe, Leute. Oh, ich sehe ja nichts. Auf die andere Seite ich nichts sehen. So, wir haben angeschlagen, Freunde. Aufstehen. So, das ist tatsächlich genug Gewicht, dass wir mit diesem Anschlag den Zug da nicht irgendwie wegschieben. Also, zuerst hart, dann weich. So. Jetzt, mein Freund, jetzt kannst du erstmal Druckluft aufbauen, bis du doof wirst. Also mindestens so doof wie ich. Warum klappt das denn nicht immer? Stehe ich echt so weit? Alter, das gibt's doch nicht jetzt hier. Hier geht ja hoch.
So, meine Lieben. Zugbremse lege ich noch ein bisschen mehr an. Zugbremse lege ich noch ein bisschen mehr an, ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Doch, die lege ich mal mit an. Die lege ich mit an. Meine lieben Freunde, ich werde mich jetzt hier aus dem Cockpit aus verabschieden. Danach gehe ich mal ganz kurz aufs Klo. Mal gucken, wie es da so ist. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass das wohl eine ziemliche Scheißangelegenheit ist. Da dann natürlich so ein, wie hat er es geschrieben? Ich glaube, Fäkalientank. Und dass die Dinge halt ab und zu mal abgepumpt werden müssen, natürlich. Ja, so ist es halt eben. So wie beim Wohnwagen im Prinzip auch. Nicht, dass ich damit Erfahrung gemacht hätte, aber ich kann es mir vorstellen. Ist bestimmt keine schöne Sache. Wisst ihr was? Ich glaube, solange ich auf dem Bahnhof bin, gehe ich noch. Doch. Ich wollte gerade sagen, warte mal. Im Bahnhofsbürogebäude gab es da überhaupt eine Toilette, aber ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es Toiletten. Da gibt es bestimmt Toiletten. Also, Freunde. ich weiß gar nicht, was ich damit sagen will. Ist ja auch egal. Meine lieben Freunde, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und dann werden wir diese 4 Aufträge endlich zur Food Factory fahren. Ich bin mal sehr gespannt. Ich kann mich nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir erstmal eine gute Steigung vor uns, glaube ich. Ich kann mich jetzt natürlich auch mal wieder irren, aber ich meine, doch, ich glaube, da ging es gut hoch. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich werde auch mal zusammenrechnen, was uns hier erwartet an Zuglänge und Zuggewicht. Und dann werde ich euch, falls es euch interessiert, in der nächsten Folge natürlich davon auch nochmal berichten. Meine lieben Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.